Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Scryfies. Herzlich willkommen in einem neuen Video von mir, Let's Play Medien2.de. Ja, ihr habt es gestern schon mitbekommen, der Livestream, das wurde leider nichts. Aber wie gesagt, ich hatte das ja schon angekündigt, dass ich mit den Livestreams diese und nächste Woche wahrscheinlich eher nicht so aktiv streamen werde, weil das einfach nicht möglich ist. Ich war bis gestern um 23 Uhr, war ich mit Uni-Zeug beschäftigt und oh, ey, ich habe schon dezent die Schnauze voll und es ist einfach noch so viel und ja, aber ich habe mir gedacht so, komm, du musst wenigstens am Ball bleiben mit den Videos, deswegen habe ich mir gedacht, so heute ist ja Serverwartung, beziehungsweise mir ist es eben aufgefallen. Ich habe das schon gar nicht mehr im Blick, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Tag das ist von dem ganzen beschissenen Lernen. Deswegen habe ich mir gedacht, produziere ich euch noch ein Video, zeige euch, wie es mit diesem, in Anführungszeichen, High-Content ein bisschen vorangeht. Hier im Hintergrund seht ihr gerade, ich habe mit den 70er-Chars versucht, meine Zodiac-Dolche zu drehen. Ich hatte ja noch, ich weiß nicht, ob ich die im letzten Video hergestellt hatte, auf jeden Fall habe ich die relativ günstig geschossen und ein bisschen geappt. Natürlich das Ganze immer mit B-Drachen-Segis oder halt mit B. Segis, die normalen Drachensegis, die ich hier draufziehe, ich weiß nicht, ob ich in diesem Video normale Drachensegis draufziehe, die sind noch aus den goldenen Fußbällen, genauso wie die ganzen Adder und normalen Switcher, die habe ich nicht aus dem Item Shop erworben, also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt euch unbedingt das 3K Abo Special an, das verlinke ich hier an dieser Stelle extra nochmal und ja, dann haben wir versucht auf plus 7 zu machen, es hat geklappt, die Zodiac-Dolche sind tatsächlich mit einer B-Drachensäge auf 7, da soll mal einer sagen, die Dinger wären useless und ja, direkt ein 8er Versuch hinterher, ich war happy und dann war ich plötzlich nicht mehr happy, weil es gefailt hat, aber egal, wir hatten schon einen 8er Versuch auf denen, das ist, muss man sagen, ist auf jeden Fall schon eine gute Leistung, haben wir dann versucht das Ding nochmal auf plus 7 zu machen, das hat leider gefailt. Schade Schokolade, müssen wir auf jeden Fall demnächst am Ball bleiben, müssen wir nochmal versuchen. Ja, hier haben wir dann nochmal 3 B-Drachensegis gehabt. Das hat dann ja so semi-gut funktioniert, die Dinger zu appen. Aber wir haben ja auch noch diese 10 B-Drachensegis, habe ich da noch ein paar drauf gezogen. Und ja, ich muss sagen, die roten Schatullen, die werden vom Preis her immer günstiger. Also die sind jetzt mittlerweile bei unter 1 Won angekommen. Das ist natürlich richtig schade für mich, weil ich gerade für Zodiac Run aufbaue. Klar, das Ganze hat damit zu tun, dass jetzt die neuen Waffen rausgekommen sind. Danke an der Stelle Gameforge, dass ihr mir wieder alles versaut habt. Und ja, da werden die ein oder anderen jetzt von ihren Zodiac Waffen wegkommen wollen. Das kann ich aber auch verstehen, weil wenn man schon im Champion Level spielt, dann sollte man sich auch die neuesten Waffen besorgen. Deswegen sind die Zodiac Waffen gerade auch hart am Droppen. Ich vermute, das liegt aber auch daran, dass viele momentan aufhören. Viele verkaufen ihr ganzes Zeug und die meisten Spieler haben ja halt Zodiac-Waffen, das ist ja klar, weil die neuen Waffen, die sind zwar schon am Markt, die sind auch relativ günstig, weil die keiner momentan kaufen will. Ich habe auch gesehen, dass der Angriffswert sogar skaliert, also da gibt es ja auch wieder verschiedenste Formen. Das ist nicht so wie bei den Zodiac-Deutschen. Bei den Zodiac-Deutschen, da hast du immer Standard-AW und dann, ja, ein bisschen DSS dazu. Der DSS ist dann halt Zufall. Und bei diesen Waffen ist es kompletter Zufall, was du, also wie viel AW du da drauf hast und so. Ich glaube, da gibt es ein paar Grenzen, aber trotzdem ist es einfach ekelhaft. Das heißt, du kannst da den minimalsten AW-Wert drauf haben, aber den maximalsten DSS-Wert. Und dann sind die Dinger immer noch komplett crap, weil du ja, ja, du willst ja schon, wenn du so eine geile Waffe willst, dann willst du natürlich auch alles auf Max haben. Das ist immer ein bisschen schade, dass die Gameforge immer da komplett auf absolutes Glücksspiel geht. Ich meine, es ist ja schon Glücksspiel, das Ding herzustellen. Dann jetzt ist es sogar noch Glücksspiel, das Ding dann auch richtig zu haben. Also, ach Gameforge, was habt ihr euch da wieder gedacht? Ja, jedenfalls sinken deswegen gerade die Zodiac-Schatullen. Das ist natürlich nicht so nice für mich, aber klar, also auf der einen Seite ist es schon nice. Ich meine, ich kann meine Zodiac-Dolche upen, aber auf der anderen Seite, naja, mal abwarten, was ich da demnächst dann so farmen werde. Ja, ich hatte ja noch von diesen 40er-Switchern, Addern so ein paar übrig und hatte mir ja immer Level 1er-Rüstung gemacht. Und ey, mir war es am Ende so scheißegal. Die sind so schlecht hochgegangen mit Drachen, mit Segis. Ich hatte keinen Bock mehr, Segis extra dafür zu kaufen. Das waren ja alles nur B-Segis und die hatten eh keine geilen Boni. Dann habe ich einfach weggerotzt und Schmutz, einfach weg damit. Dann habe ich mein Holzarmband geswitcht. Da kam beim ersten Switcher
Ja, jetzt können die ein oder anderen sagen so, oh, ja, das hättest du lassen sollen. Nee, Digga, das wirst du wahrscheinlich nicht los, weil die meisten wollen TP drin haben. Und ich wollte ja auch TP drin haben. Also das war ja ein Armband eigentlich für mich, nicht zum Verkaufen. Aber ja, ich habe dann gedacht so, oh, Digga, 2K TP, das wirst du wahrscheinlich noch eher los. Das kannst du noch in den Shop ballern. Da hatte ich dann auch keinen Bock mehr zu switchen. Dann habe ich mir gedacht, komm. Nee, doch, ich hatte keinen Bock mehr, das Armband dazu switchen. Hab mir dann gedacht, komm, dann kaufst du lieber ein HTA und drehst da gute Bonis rein. Hab das Ganze dann auch noch versucht zu bonieren. Das hat so semi-gut geklappt. Also die fällen halt schon oft diese Segnungen. Segnungen sag ich schon, die verstärken da. Egal, ob es jetzt B ist oder normal. Bin ich eigentlich traurig, aber was soll's. Da habe ich dann auf jeden Fall 5 Bonis reingemacht und habe das Ganze dann versucht zu switchen. Meine Wunschboni auf dem HTA waren auf jeden Fall TP plus TP Absorb plus DB. Beim ersten Switcher 1,5 TP, 20 und heute 20 Orks. Ist okay, hätte man lassen können, aber ich wollte es halt, wie gesagt, für mich gut switchen. Dann hatte ich hier ein Armband, 15 Wind, 10 Feuer, 10 Magie, 500 TP, 3 Mana Raub. Jetzt würden die ein oder anderen sagen, so, wow, das ist aber gut für ZR, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es scheiße für ZR, weil kein Max-TP, kein TP-Absorb drin ist, kein. Ne? Habe ich einfach gedacht, komm, weißt du was, bis du das loswirst für ein paar Won mehr, scheiß drauf, switch du einfach weiter, das war mir die Zeit nicht wert. Und guckt euch dieses HTA hier bitte an. 5 Halbmenschen, 5 DB, 10 Magie. Wenn das Max-Boni wären, hätte ich ja richtig krass Plus gemacht, aber naja, musste ich dann leider auch wegswitchen. Der war wieder komplett wasted. Der nächste Switcher 1,5 TP, 20 und heute 5 TP Absorb ist jetzt auch nicht so das Wahre vom Leben. Habe ich dann auch weggeswitcht. Dann wieder 15 Wind bekommen und pff, ja, das bringt halt nichts. Das sind 1, 2 Won Gewinn. Hier auch wieder, das wäre vielleicht ein Won Gewinn, wenn das überhaupt jemand kaufen würde. Deswegen einfach weiter geswitcht und der letzte Switcher war dann leider auch Müll. Schade Schokolade, aber. Wir werden es auf jeden Fall noch weiter versuchen. Ja, dann kommen wir zu meinem Kumpel. Dem habe ich hier ein VMS mit Kraft des Feuers versehen. Da hatte ich noch Elementarverzauberung übrig. Die habe ich jetzt allerdings nicht mehr. Das heißt, ihr braucht mich auch nicht mehr anzuschreiben für Elementarverzauberung, weil ich einfach momentan die ganzen Elementarverzauberungen, die ich habe, für meine Dolche benutze. Und sobald die irgendwann mal fertig sind, weil ich will da auf jeden Fall Kraft des Eises mindestens immer plus 6er Sprünge haben, werde ich mich auf jeden Fall nochmal mit einem Video dazu melden. Ihr werdet das dann ja auch ja, hier auf meinem Kanal live mitverfolgen können, wie ich das Ding boniere, also durch die Videos halt. Und dann werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Ja, dann haben wir uns eine Level 115er Rüstung gekauft, einfach eine Mob-Rüstung. Die haben wir boniert, haben endlich geile Holzschuhe gefunden, nach denen ich sie wirklich sehr lange gesucht habe. Ich wollte eigentlich mit 2 KTP 10 Crit haben, aber scheiß drauf, hier waren schon AW drin. Die musste ich mir einfach mitnehmen, da muss ich keinen 6. 7. drehen, ich muss keinen 6. 7. adden. Das war mir dann wesentlich wichtiger als diese paar Crit da mehr. Zumal ich den Zodiac Run ja sowieso nicht solo machen will, sondern eigentlich mit meiner Gilde. Dann habe ich versucht, die 115er Rüstung zu drehen. Erste Switcher, ja, jetzt nicht so das Wahre vom Leben. Da muss auf jeden Fall weiter geswitcht werden. Wunschboni auf jeden Fall TP, TP Absorb, AW. Dann haben wir 1,5 TP, 15 Blitz, 3 TP Absorb reinbekommen. Lassen wir so, nehmen wir mit, ist für den Zodiac Run später oder eventuelle Blitzruns eigentlich ganz nice mit anzusehen. Da habe ich mir natürlich eine neue gekauft, weil wir hatten ja noch ein paar Adder und ein paar Switcher übrig. Die habe ich dann auch wieder versucht zu bonieren. Selbes Spiel wie vorher. Ich wollte unbedingt AW drin haben, TP oder TP Absorb. Was ich natürlich auch lasse, sind irgendwie 1,5 TP, 15 Feuer, TP Absorb oder 1,5 TP, 15 Wind, 5 TP Absorb. Irgendwie so eine Kombination. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Aber ja, so ohne TP und dann nur so halbfertige Bonis, das wird auf jeden Fall nicht gelassen. Also sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt irgendwie 10 Wind, 10 Feuer, 10 Magie rein switche, wird die Scheiße trotzdem weggemacht, weil ich da unbedingt auch TP Absorb drauf haben will. Oder zumindest ein bisschen AW. Ja, dann möchte ich jetzt noch ganz kurz auf ein Video eingehen von einem Kumpel von mir und zwar dem guten Zander aus die Chaosbrüder, die zwei. Das sind ja zwei Brüder und die haben jetzt angefangen, richtig nicen High-Level-Content herzustellen, auch was Johara angeht, was Exe, Alchi angeht. Die machen den Höllenturm und da möchte ich euch am Ende des Videos hier, werde ich das Video kurz verlinken, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, guckt euch das an, das ist sehr, sehr nicer Content. Es ist nochmal eine andere Liga, da kann ich natürlich
nicht mithalten, weil ich, ja, wie gesagt, komplett gar nicht cache, weil ich gar nicht im High-Level spiele. Da ist der Content natürlich auch anders. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video von mir gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall die Glocke, aktiviert die Glocke und dann, yo, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus. Peace.